Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards 1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute mit einer Classic-Serie, Krimiserie aus den 80ern. Genauer gesagt, 1980 wurden insgesamt 13 Episoden von Die Schnüffler gedreht. Das erste Mal lief es im ersten oder ARD 1980 und wurde dann 1990 beziehungsweise in den 90ern von Sat.1 und Pro7 wiederholt. Ich muss zugeben, ich habe die Serie damals nicht gesehen. Ich kannte die Serie bisher nicht. Habe das so durch Zufall entdeckt, irgendwie beim Amazon Surfing oder so, wo ich halt mal so durch Serienboxen durchgegangen bin und gesehen, dass ein sehr bekanntes Gesicht hier drauf ist. Und zwar Jeff Goldblum. Ja, bekannt von Die Fliege oder Jurassic Park Filmen. Das hat natürlich mein Interesse geweckt und da muss ich natürlich sofort nachforschen, was das für eine Serie ist. Und neben Jeff Goldblum spielt auch Ben Vereen mit. Das ist dieser gute Herr hier. Eine Krimikomödie oder Krimiserie, besser gesagt. So, ich glaube, wir packen das erstmal aus, weil hier ist so ein grüner Sticker, der die Beschreibung verdeckt. Und ich freue mich schon, die Serie entdecken zu dürfen. So, da haben wir das Ganze hier. So, Ben Vereen und Jeff Goldblum sind die Schnüffler und machen in dieser rasanten Action-Comedy-Serie ihrem Namen alle Ehre. Der gedankenverlorene Börsenmakler Lionel Whitney gerät im Zuge eines 1-Million-Dollar-Raubs an E.L. Tenspeed Turner, ein Verkleidungskünstler, ein redegewandter Ex-Betrüger und Verkleidungskünstler. Das ungleiche Paar stolpert von einem Missgeschick ins nächste und schnüffelt sich charmant und unkonventionell durch die lustigste Detektivserie, die Los Angeles je gesehen hat. Das klingt doch sehr vielversprechend, Freunde. Also Comedy geht bei mir sowieso immer. Und dann Jeff Goldblum. Ja, das ist klasse. So, 4 DVDs. Auf der ersten sind 3 Episoden drauf. Dann 4, dann nochmal 4 und auf der Disc 4 sind 2 Episoden, die dann ein Koffer voller Geld und so weiter. Das sind die Episoden, Freunde. Ja, das Ganze kann man in Deutsch und Englisch genießen und Untertitel haben wir auch Deutsch-Englisch in Mono 1.0. Es hat eine Laufzeit von 652 Minuten. In Vollbild 4:3. So, jetzt gucken wir mal rein. Ja, CBS, das macht ihr gerne, also Paramount, besser gesagt. Da hätte man doch wirklich zumindest das hier drauf drucken können. Sowas, das ist einfach so ein Staubfänger und Daumenabdruck. Ich weiß, das ist eine Detektivserie, aber mein Daumenabdruck muss jetzt nicht hier drauf sein. Aber das wird geschehen, wenn man es rausnimmt. 1, 2, 3 und 4. Insgesamt 4 DVDs von Die Schnüffler. Ja, Freunde, kennt ihr die Serie? Könnt ihr mir unter den Kommentaren schreiben, wie findet ihr die Serie? Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich sag bestimmt nichts. Bye, bye.